und herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Let's Play Farmers Life. Ja, wie man sieht, also in der letzten Folge hatten wir ja hier diese Möhren gesät. Wie man sieht, hier passiert tatsächlich was. Hier scheint irgendwas zu wachsen. Das sollten wir also mal im Auge behalten. Hier ist dann auch unser Strauch, unser Himbeerstrauch. Aber irgendwo mit habe ich hier Probleme. Der ist erkältet. Er will diese Berechtigung haben. Da müssen wir mit dem Bürgermeister sprechen. Und es regnet mal wieder. Gut. Hier haben wir noch gemähtes Gras. Das bringen wir dann auch mal hier hinten mit hin. So, dahin. Dann kommt da die Forke hin. Die nehmen wir mit A3. So, falsche Taste erwischt. So, das. Schmeißen wir auch alles hier drauf. Gut, und jetzt habe ich noch hier dieses verfaulte Essen. Können wir auch auf den Kompost packen, wisst ihr? Gut, da ist nichts mehr. Wo sehen wir denn eigentlich, welche Tageszeit wir haben? Ach, da oben, 19.30 Uhr. Ich hätte hier im Haus gerne sowas wie einen Kamin. So, was haben wir da noch stehen? Eine Pilzsuppe und eine Pilzsuppe. Minuten. Das sollte reichen, damit wir die Pilzsuppe fertig kriegen. Zack. Das lassen wir mal eben in Ruhe. Was trinken? Gut. Na, wie lange dauert es noch? 14 Minuten. Ein Einmachglas. Pilzsuppe. Kartoffelmeischer. Eine Wodkaflasche. Komm, das lassen wir auch mal hier. Ja, zum Angeln ist ein bisschen spät, ne? Oder? Nee, komm, das lassen wir mal sein. Ich weiß nicht, was da passiert. So, aber ich denke mal, die ist fertig hier.
Genau, das gibt immer zwei, das ist schön. Gut zu wissen. So, die zwei da reinpacken. Und was bringen die an? Ist gut so ein Drittel, also damit sind wir sehr satt. Und na, Wasser gibt es da auch ein bisschen. Da essen wir doch mal eine. So, sind wir Pappe satt. Und jetzt gehen wir schlafen. So. Na, gucke mal. Da hat er dann aber richtig schön ausgeschlafen. Er träumt von Tierboxen. Etwas frisst die Ernte. Hey du! Lass das! Das gibt Tritt. Ich hab doch eine Heugabel in der Hand. Was ist das wieder was anderes? So, und wieso wächst jetzt hier schon wieder das Gras? Wie soll denn das funktionieren? Wenn das alles zuwächst. Sense. Boah, ey, geh weg da. Ach, da reiß ich die mit raus. Och nee. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Die Hälfte frisst das Schwein auf. So, ich hab doch jetzt eine Heugabel. Wieso kann ich das nicht nehmen? Hau ab hier. Jetzt habe ich's. Also muss ich wohl diese Beete einzäunen, anders kriege ich das nicht hin.
35 Stunden noch. Bis dahin sind die Dolle weg. So, was ist das hier? Keine Ahnung. Wie sieht das mit Honig aus? Gibt nichts. Gut. Dann würde ich sagen, essen wir noch mal eine schöne Fischsuppe. Trinken noch mal ein bisschen Wasser aus dem Brunnen. Genau, und gucken, was wir jetzt hier. Baue Karotten an. Hol dir eine Angel, fang einen kleinen Fisch. Das werden wir jetzt mal machen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, ne? Gehen wir auf den Steg. Na, der sieht aber ziemlich verlandet aus. Glaube ich, nennt man das. Das muss man vorsichtig machen. Was ist das denn? Das ist aber kein Fisch. Wehrmunition. Ringe. Zwei unscheinbare goldene Ringe, Symbol der ewigen Liebe oder ewigen Qual. Ich frage mich, welche von diesen beiden haben ich warten. Okay. Ach so, der Fisch war jetzt auch noch ein großer. Na gut, ich will, soll da eigentlich einen kleinen. Fang einen kleinen Fisch.
Das ist auch kein Fisch. Zwei Wodkaflaschen. Kraftstoff. Was hole ich denn hier alles aus dem Teich raus, ey? Jetzt wird's neblig. Wie spät ist es denn? 10 Uhr? Wieso? Gibt's schon wieder Regen? Das scheint aber ein Fisch zu sein. Zwei große. Drücken und loslassen. Na? Jawohl. Kleiner Barsch. So, dann gucken wir mal. Ein Barsch, eine Karausche, ein Zander und ein Karpfen. Das scheint auch ein kleinerer zu sein. Ah, ein Karpfen. Sehr schön. So, was fehlt uns jetzt noch? Ein Zander und eine Karausche. Das Wetter scheint besser zu werden. Es regnet, also der Regen wird wärmer, glaube ich. Es hat aufgehört zu regnen. Ist das eigentlich so, dass dann tatsächlich, wenn die Sonne scheint, die Fische nicht mehr so gut beißen? Was war das?
Was war das? Fehlt noch ein Barsch. Eine Karausche und einen Zander brauchen wir noch. Anfang, das war wohl Anfängerglück, wa? Ah, ein Zander, sehr schön. Das heißt, uns fehlt jetzt noch eine Karausche. Keine Ahnung, ob wir die hier auch kriegen. Ziemlich groß. Okay. Das war scheinbar dann noch mal Barsch oder was war das? Keine Ahnung. Karpfen wahrscheinlich noch mal. Scheint größer zu sein. Das ist gar kein Fisch. Okay. Das lassen wir jetzt erstmal. Wir werden mal gucken, ob wir die Sachen, die wir jetzt schon haben, dann schon mal abgeben können. Aber erstmal will ich hier ausladen. Ich glaube, hier hatten wir Treibstoff drin, ne? Haferkörner, Karottensamen. Ne, die Ringe lassen wir da drin. Das kommt. Okay. Barsch einen. Blei, beide. Das leere Glas. Die Wodkaflasche. Barsch, Karpfen einer. Zander. Die Spritzen. So.
Die Ringe kommen da rein. Ich weiß da im Augenblick nicht, ob ich die verkaufen soll oder nicht, oder keine Ahnung. Wie auch immer. Ja, aber wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.